Renault bringt 2021 im Frühjahr ein Kompakt-SUV auf den Markt, voraussichtlich für unter 40.000 Euro. Ich habe einen interessanten Praxistest für die VW-Drillinge herausgefunden. Ihr findet den Link wie immer unten in der Beschreibungsbox. Und der Battery Day von Tesla scheint jetzt doch nicht im April stattzufinden. Hier geht es um den neuen Termin und was dort zu erfahren ist. Hallo und herzlich willkommen zum e-Autolog, Beratung, Seminare und Praxiswissen zur E-Mobilität für Elektroautofahrer und Interessierte. Willkommen zum Nachrichtenwochenüberblick. Diese Woche haben wir aufgrund von Ostern etwas weniger Nachrichten, also nur 4 Tage. Nichtsdestotrotz habe ich die interessantesten Nachrichten für euch zusammengestellt. Fangen wir als erstes gleich mit den Zahlen von Tesla an. Wie ihr in den verschiedenen Videos ja schon mitbekommen habt, sind gerade bei der Automobilindustrie aufgrund der Produktionsschließungen, Werksschließungen, aufgrund der Corona-Krise die Absatzzahlen, Produktionszahlen deutlich zurückgegangen. Allerdings, das war jetzt die Überraschung bei Tesla, ist der Absatz weniger stark gesunken, wie von den Analysten erwartet. Wenn man sich die Grafik hier anschaut, sieht das eigentlich noch ganz gut aus. Es sind 88.400 Fahrzeuge geliefert und 102 produziert worden im gesamten Quartal 1. Insgesamt sieht es wohl so aus, dass Tesla auch im Hintergrund sehr viel macht, also das heißt, die Produktionskapazitäten in Fremont werden zum Beispiel erhöht. Während der Produktionspause wird sozusagen am System gebastelt, um eben halt hier dann, wenn die Produktion wieder startet, das soll jetzt so nach aktuellen Informationen der 4. Mai sein, dann eben halt auch die Kapazität gleich richtig massiv hochgefahren werden. Dann gibt es bei Tesla auch noch Neuigkeiten zum Thema Fertigungstechnik. Und zwar ist es so, dass Tesla mal ein System oder eine Phase bei der Produktion hatte, wo sie fast alles automatisch machen wollten, wo sozusagen für jeden erdenklichen Produktionsschritt Roboter eingesetzt werden sollten und dann festgestellt haben, das funktioniert nicht. Zum Beispiel war hier dieses gelbe Starkstromkabel ein Problem, weil die Roboter diese feinen Arbeiten mit den flexiblen Kabeln nicht umsetzen konnten. Und jetzt hat Tesla hier wohl offensichtlich beim Model Y diese flexiblen Kabel in einen festen Mantel getan, sodass dann hier die Produktion gegebenenfalls schon wieder mit Roboter möglich ist. Was hat das für Vorteile? Ganz einfach, man kann eben halt schneller produzieren und wenn man es zu 100% machen würde, hätte man dann zum Beispiel jetzt auch im Rahmen der Corona-Krise gar keine Schließung machen müssen. Wie kommen wir auf diese ganzen Informationen? Und zwar habe ich euch hier von Tesla Markt einen Artikel durchgelesen, der sich auf den Artikel von Monroe zurückziehen lässt. Und zwar wird von diesem, das ist ein Unternehmen im Prinzip, werden Fahrzeuge auseinandergebaut. Ich habe euch hier auch extra nochmal den Originalartikel rausgesucht, der ist allerdings in Englisch, wo dann wirklich ganz dezidiert durchgegangen wird, welche Fertigungstechniken wo angewendet worden sind. Und das Interessante ist, dass man hier in dem englischsprachigen Artikel auch einfach noch mehr Details hat. Und dass, obwohl die Fahrzeuge ja recht unterschiedlich sind, also Model Y und Model 3, 75% ähnliche Teile haben. Und Tesla hat hier also auch einige interessante Adaptionen gemacht, um das zu ermöglichen. Beispiel, die Rücksitzbank ist aus dem Model 3, aber im Model Y sitzt man deutlich höher. Und dann wurde sozusagen ein Podest gebaut, damit die Model 3 Sitzbank in das Model Y passt. Das sind so ein paar Kleinigkeiten für alle, die das interessiert, gerade so im technischen Niveau. Die können sich hier die verschiedenen Videos anschauen oder auch noch die Bilder sehen. Monroe hat natürlich hier nicht alles im Detail erklärt, aber so das ein oder andere Schmankerl ist mit dabei. Anfang des Monats sind immer die interessanten Zulassungszahlen aus dem letzten Monat präsent. Dieses Mal haben wir ja sogar das erste Quartal absolviert. Wie sieht es aus mit den Zulassungen im März? 10.329 reine Elektroautos sind zugelassen worden. Das sind 2.175 mehr als im Februar.
und ein neuer Rekordwert. Also das heißt, noch nie wurden so viele Elektroautos zugelassen. Allerdings, bevor ich jetzt hier ins Schwärmen gerate und du dich entspannt zurücklehnst, denk immer dran, im Vergleich zu den Autos mit Verbrennungsmotoren, das ist ein kleiner Teil. Ich muss mal gucken, wie viel das aktuell sind. Meist sind es so um die 2%. Ich sehe hier gerade keinen aktuellen Wert. Also insofern 98% sind keine Elektroautos, die zugelassen werden. Aber das sind gute Zahlen. Es geht kontinuierlich weiter nach oben. Und auch wenn man sich jetzt zum Beispiel die Einflussfaktoren von der Krise anschaut, sieht es so aus, dass die Elektroautos davon weniger betroffen sind. Also das heißt, werden sozusagen mehr Elektroautos zugelassen als vorher im Vergleich zu den Autos mit Verbrennungsmotoren, wo der Einbruch deutlich stärker war. Schauen wir uns mal an, welche Autos zugelassen worden sind. Ich bin ja letzten Monat kritisiert worden, dass ich gesagt habe, dass Tesla so wenig Zulassungen hatte. Im Januar waren es 257 Model 3, im Februar 610, im März sind es jetzt 2034. Tesla ist dafür bekannt, dass sie zum Quartalsende immer sehr viele Autos zulassen. Dementsprechend ist das über einen längeren Zeitraum nur realistisch zu bewertende Summe. Das bedeutet, hier haben wir im März extrem viele Autos zugelassen. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt anguckt, wie es im Gesamtjahresverlauf aussieht, dann liegt der Tesla mit 2.900 hinter der Renault Zoe und dem e-Golf. Allerdings natürlich eine andere Fahrzeugklasse. Und bei Tesla weiß man eben halt nie, wann welches Schiff genau kommt. Denn aktuell ist es so, dass die Lieferung nicht die Nachfrage abdecken kann. Und dementsprechend gibt es immer wieder einen Engpass und Wartezeiten. Also für europäische Verhältnisse sind das keine Wartezeiten, wenn man dann ein paar Wochen aufs Auto warten muss. Interessant finde ich, der Audi e-tron hat sich auch nach wie vor sehr gut verkauft. Der ist hier schon auf der vierten Position. Wenn man ihn zum Beispiel vergleicht mit dem Model X, dann werden fast 10-mal so viele e-tron zugelassen wie Model X, um das einfach mal so einzusortieren. Wie immer findest du unter dem Video in der Beschreibungsbox den Link hier, unter anderem zu dem Artikel von elektrif.net, sodass du dir zu deinem Elektroauto die passenden Zahlen raussuchen kannst und vielleicht ein bisschen mehr Informationen bekommst. Kommen wir zu Renault. Normalerweise über Studien spreche ich selten oder auch für über Elektroautos, die noch nicht da sind, auch nicht so gerne. Aber hier sind wir in einem Markt, der sehr interessant ist und die Zeit ist auch gar nicht mehr so weit entfernt, denn im Frühjahr 2021 soll ja ein kompaktes E-SUV kommen. Ihr merkt, zum Tesla Model Y, zum Mach-E, es kommen immer mehr Autos in diesem Bereich SUV, Kompakt-SUV oder Mittelklasse-SUV. Also es wird langsam richtig umfangreich, die Alternativen, die man hat. Und hier geht es um den Namen gibt es noch gar nicht, Kompakt-SUV, was auf dieser Studie, die schon mal gezeigt worden ist, basieren soll, aber natürlich nur thematisch, nicht, dass 1:1 die Studie gebaut wird. Die Reichweite soll so um die 600 Kilometer, also 550 bis 600 Kilometer sein. Und preislich soll das so ein bisschen oberhalb vom Peugeot E208 angesiedelt sein. Und beim Peugeot E208 sieht man, dass Renault hier ein wirklich gutes Auto bauen kann, die Zoe auch. Und dementsprechend bin ich echt gespannt, was dann letztendlich dort für ein Auto kommen wird. Auf jeden Fall gibt es dann in dem Bereich Kompakt-SUV noch weitere Alternativen. Dann hatte ich es im Eingang schon gesagt, und zwar habe ich hier von elektrif.net, Daniel Bönninghausen war so nett, einen sehr ausführlichen Test zu machen von den VW Drillingen. Ihr wisst, ich habe leider nicht mehr so viel Zeit, dass ich so viele Fahrzeugtests machen kann. Insofern freue ich mich dann immer darüber, dass jemand anders die Tests macht und ich sie euch dann
über den Umweg sozusagen zeigen kann. Hier gibt es viele Bilder, es ist eine gute Erklärung, warum die Drillinge so interessant sind. Insbesondere, da kommen wir gleich noch dazu, mit dem Umweltbonus wird das richtig interessant. Vor einiger Zeit habe ich euch ja Leasingangebote gezeigt für Gewerbe. War das niedrigste, was ich gesehen hatte, 39 Euro netto für ein Leasing. Privat war ein bisschen teuer, meist so um die 100 Euro brutto, also inklusive Mehrwertsteuer. Aber auf jeden Fall gibt es hier sehr interessante Zusammenfassungen der Praxistests und elektrif.net ist lange am Markt, machen gute Tests und dementsprechend, wenn dich ein kleines Elektroauto als Zweitwagen oder auch als Pendlerfahrzeug oder auch Erstwagen, je nachdem, was deine Situation ist, interessiert, dann schau dir den Bericht an, denn hier geht man dann auch wirklich auf die Details ein. Was ich hier zum Beispiel sehr interessant fand, ist die Ladekurve, die hier gezeigt wird. Und da sieht man sehr deutlich, dass hier so ab 80%, das ist 80%, dass sich gar nicht mehr lohnt zu warten. Das dauert ewig, bis die Batterie voll ist. Insofern sollte man dann in der Praxis nur von 10 bis 80% vielleicht maximal laden. Wahrscheinlich macht sogar mehr Sinn dann hier so ab, das wird wahrscheinlich so 70% oder sowas sein, weiterzufahren. Also wie gesagt, interessanter Artikel, lies ihn dir durch, wenn dich das Auto an sich interessiert. Ich habe es gerade schon als Kommentar auf dem YouTube-Kanal von mir gesehen, dass sich jemand darüber freut, dass er jetzt den Polestar bestellen kann, denn jetzt ist der Verkauf offiziell eröffnet worden. Den Polestar hatte ich mir in Genf letztes Jahr angeschaut. Ein sehr interessantes Auto. Was ich zum Beispiel auch sehr interessant finde, das ist jetzt bestätigt worden, das ist eine Anhängerkupplung, mit der man 1,5 Tonnen gebremst ziehen kann, gibt. Ansonsten hat man eine 78 Kilowattstunden große Batterie, die eine WLTP-Reichweite von 470 Kilometer ermöglichen soll und die DC-Leistung liegt bei einer Spitze 150. Das heißt also wirklich interessante Werte. Auch das Auto ist interessant. Also wenn du zum Beispiel sagst, so Tesla kommt überhaupt nicht für mich in Frage, aus welchen Gründen auch immer, dann solltest du dir den Polestar 2 anschauen. Denn das ist wirklich ein sehr interessantes Elektroauto und dementsprechend abhängig von deinem Fahrprofil vielleicht die beste Wahl. Bei BMW gab es einen Wechsel in der Führungsspitze. Von der Ausrichtung, von der Strategie hat sich jetzt erstmal nichts geändert. BMW hält nach wie vor daran fest, die Autos mit unterschiedlichen Motorenkonfigurationen oder Antriebskonfigurationen zu bauen. Das heißt, auch vom BMW 7er wird es ein Elektroauto geben, aber es gibt sozusagen nicht den 7er nur als Elektroauto, sondern gibt es auch als Plug-in-Hybrid, als Diesel, als Benziner. Im Gegenzug hat Audi bekannt gegeben, dass sie doch nicht den A8 elektrisch bauen. Das vielleicht einfach mal so als Hintergrund für dich. Aber dann wird es diese Luxus-Limousine als Elektroauto geben. Wann genau, wissen wir nicht. Allerdings ist es so, dass 2023 25 elektrifizierte und mehr als die Hälfte davon voll elektrische Fahrzeuge geben wird oder werden geben soll. Das heißt, mindestens 13 Elektroautos wird es dann von BMW geben, was ja auch, also voll elektrische Elektroautos, denn das ist auch wirklich entsprechend erforderlich, weil aktuell ja nur der i3 auf dem Markt ist. Dann hatte ich letzte Woche ja darüber berichtet, dass der Lobbyistenverband der Automobilindustrie wegen der Corona-Krise schon das Thema, wir sollten darüber diskutieren, ob wir die CO2-Flottenverbrauchsgrenzen aussetzen, verschieben oder sowas, berichtet hat. Was nicht ganz so deutlich rausgekommen ist, deswegen will ich es nochmal hier ganz deutlich sagen, dass einige Autohersteller gesagt haben, wir beteiligen uns nicht an der Diskussion, wir halten an der Elektromobilität und an den Grenzen fest. Das war zum Beispiel VW, Mercedes und so weiter. Und auch der VDA, also der Verband der deutschen Automobilindustrie, hat ganz deutlich gesagt, wir sind dafür, dass die Grenzen eingehalten werden. Jetzt gibt es noch zwei Expertenmeinungen für euch. Einmal vom Stefan Bratzel, der hier vom Center of Automotive Management als
Vorschlag in die Diskussion hereingebracht hat, um den Autoabsatz, also den Elektroautoabsatz zu fördern, dass man die Umweltprämie nochmal erhöht auf insgesamt 10.000 Euro. Und Herr Dudenhöfer, der jetzt mittlerweile an der Universität St. Gallen ist, hat vorgeschlagen, dass man vielleicht einfach die Mehrwertsteuer, das macht ja glaube ich auch Norwegen, erlässt, wenn ein Elektroauto gekauft wird. Das würde zumindest dann für den privaten Bereich eine starke Belebung ermöglichen, denn für einen Unternehmer ist die Mehrwertsteuer nur ein durchlaufender Posten. Also hier gibt es viele Überlegungen, viele in Richtung pro E-Mobilität, um den Absatz von Elektroautos anzukurbeln. Ich denke mal, dass es nicht so das Problem sein wird, die Elektroautos zu verkaufen, wenn dann die Produktion wieder angeworfen worden ist, sondern dass es eher das Problem sein wird, die Nachfrage zu bedienen und die Lieferzeiten dann entsprechend steigen. Gerade so bei meinem Video-Dreiteiler zum Thema Audi e-tron habt ihr gemerkt, dass mir die Ladeinfrastruktur auf der Seele liegt, dass die öffentliche Ladeinfrastruktur eigentlich das größte Problem ist, insbesondere wenn man nicht zu Hause laden kann, wenn man öfter unterwegs ist und dementsprechend darauf angewiesen ist. Und insofern würde ich mir wünschen, wenn da mehr Geld und vor allen Dingen auch mehr Organisation reinfließt, es klare Rahmenbedingungen gibt, sodass jeder an jeder Ladestation jederzeit laden kann, unabhängig davon, ob er irgendeine RFID-Karte hat, sondern einfach mit seiner IC oder Kreditkarte und auch losgelöst von irgendwelcher App, die dann vielleicht nicht funktioniert, weil zum Beispiel gerade kein Netz da ist, sondern dass man wirklich überall problemlos laden kann. Denn wenn das möglich wäre mit den vorhandenen Ladestationen, wäre schon viel erreicht. Ja, ich hatte mich auf den Batterietag von Tesla gefreut, denn Elon Musk war selbst darüber überrascht, was er da berichten kann. Er war für April geplant. Jetzt sieht es so aus, dass er irgendwann Mitte Mai kommen wird, voraussichtlich. Das kennen wir schon von Tesla, dass immer mal wieder Termine verschoben werden. Jetzt ist natürlich Corona das Thema und dementsprechend kann ich es nachvollziehen, dass hier auch Verzögerungen kommen. Was nach wie vor bestätigt worden ist, das habe ich euch nicht nochmal rausgesucht, ist, dass die größere Batterie und die neuen Antriebe für das P-Modell bei Tesla auf jeden Fall im Zeitplan sind. Das heißt, irgendwann im Laufe dieses Jahres wird es dann eine größere Batterie für Model S und später dann X geben. Vielleicht auch Model 3, wir werden es sehen. Und das ist natürlich das, was mich interessiert. Und ansonsten müssen wir jetzt also bis mindestens Mitte Mai warten, bis wir dann über die Technologievorsprünge, Technologieentwicklungen, Möglichkeiten beim Batterietag informiert werden. Ja, für euch noch als Abschluss eine interessante Information. Unter dem Video in der Beschreibungsbox findet ihr einen Link hier zu dieser App Tesla Rules. Vielleicht erinnerst du dich, ich hatte vor einigen Monaten sie schon vorgestellt. Jetzt hat der Entwickler es endlich geschafft, sie bei Apple in den App Store zu bekommen. Das dauert manchmal leider sehr lange, weil Apple da sehr umfangreich prüft. Was ist Tesla Rules? Mit Tesla Rules kannst du verschiedene Regeln einstellen. Zum Beispiel eine Regel, die ich sehr häufig nutze, ist, dass nach einer bestimmten Zeit erst die Klimaanlage wieder eingeschaltet wird. Denn wenn ich zum Beispiel zu einer Ladestation fahre unter 20%, dann kann ich die Klimaanlage nicht einschalten, wenn ich dann zum Beispiel im Auto übernachte, wenn die Batterie zu leer ist. Und dann kann man eben halt sagen, so zum Beispiel nach einer Stunde oder so, wenn sie dann über 20% ist, schalte die Klimatisierung ein. Und so gibt es viele verschiedene Regeln, die du hier einrichten kannst. Das Interessante für dich als Zuschauer, ich habe noch 58 kostenlose Einjahreszugänge für diese App frei. Normalerweise kostet sie Geld, wenn du den Link nutzt, der unter dem Video in der Beschreibungsbox ist, dann zahlst du in dem ersten Jahr nichts und kannst sie also in Ruhe testen. 58 habe ich noch frei. Probier es einfach mal aus, um dann zum Beispiel Klimatisierungsregeln oder sonstige Sachen hier einzurichten. Ja, ich hoffe, die Infos haben dir gefallen. Wenn du Fragen, Anregungen, Kommentare, Korrekturen hast, schreib sie gerne unter das Video. Ich beantworte sie gerne. Wenn du noch nicht mein Abonnent bist, freue ich mich natürlich darüber, wenn du es wirst. Das geht ganz einfach. Klick hier auf das E-Auto und Point of Interest. Wichtig ist, stell die Benachrichtigung ein, damit du die Info bekommst, wenn ein neues Video online ist. Und ich freue mich drauf, wenn wir uns in diesem Video wiedersehen und du vielleicht auch hier noch kurz auf den Daumen hoch drückst. Also bis dann,
Daimler Henningsen.